beschäftigen wir uns mit einem Thema, was gerade in der Urlaubszeit enorm wichtig ist. Und zwar geht es um das Trinkgeld. Geben wir zu viel, geben wir zu wenig, bezahle ich es Cash, bezahle ich es mit der Karte, direkt, mache ich es diskret. Beim Trinkgeldgeben im Ausland kann man sehr, sehr viel falsch machen. Und das typisch deutsche Aufrunden kommt woanders meist gar nicht so gut an. Klar, im Vorteil ist dann eben, wer im Urlaub dann den Knigge, den Trinkgeldknigge sozusagen, wer den im Reiseland dann entsprechend drauf hat. Und Reiseexperte Thorsten Johannknecht vom Online-Portal Travelbook, der weiß genau, wie man sich im Ausland verhält. Schönen guten Morgen erstmal. Guten Morgen, hallo. Wir Deutschen im Ausland, verhalten wir uns denn in Bezug auf Trinkgeld richtig oder machen wir es falsch? Ich glaube, wenn man sich grundsätzlich an diese 10%-Marke hält, dann machen wir erstmal nicht viel falsch. Ob wir im Ausland als spendabel oder eher geizig wahrgenommen werden, da gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Ich weiß, für das Lieblingsland der Deutschen, für Spanien, da ist es so, da werden wir doch als eher großzügig wahrgenommen, weil die Spanier an sich eher weniger Trinkgeld geben. Und wenn wir uns dann etwa an die 10%-Marke halten, dann freuen die sich immer sehr. Das heißt, in Spanien geht der Daumen hoch für deutsche Touristen. Wir haben auf der Straße natürlich Sie, liebe Zuschauer, gefragt, wie Sie es selbst mit Trinkgeld so handhaben und interessante Antworten bekommen. Ich würde sagen, dass ich sogar im Urlaub weniger gebe, weil man ein bisschen aufs Geld achtet, dass man auch noch auskommt. Wie ist es bei dir? Bei mir kommt es eher auf die Person an, also auf den Kellner, wie der Service ist. Wenn er wirklich gut ist, dann gebe ich gerne mehr. Wenn er halt schlecht ist, dann bin ich eher sparsam. Ich gebe grundsätzlich kein Trinkgeld. Man kann sich auch mit einem netten Lächeln bedanken und das auf andere Art und Weise wiedergeben, finde ich. Also generell gebe ich überhaupt immer Trinkgeld und ich finde einfach, das gehört sich so. In Amerika gehört es ja dazu und in Deutschland. Ne? Ich sag mal, wenn der Service gut ist, die Kellner, der Service nett ist, kann man auch gerne mal ein bisschen Trinkgeld geben, bin ich der Meinung. Mein Favorite, mit einem Lächeln bezahlen. Bringt den Servicekräften enorm viel. In welchem Land wird denn am meisten erwartet von uns? In welchem Land am meisten von uns erwartet wird? Ich glaube, so die Länder, zum Beispiel Österreich oder Schweiz, da gibt man gerne mal 10-15%. Also da, wo auch die Lebenshaltungskosten etwas höher sind, da ist dann auch das Trinkgeld etwas höher. Viele Länder am Mittelmeer, da ist so die Marke maximal 5% bis hin zu Griechenland 10%, sehen wir beispielsweise genau. Auf unserem Urlaubsknigge für Trinkgeld. Also Österreich, wie kommt das, dass das in Österreich höher ist als bei uns? Ja, weil da auch die Lebenshaltungskosten etwas höher sind. Das gleiche gilt auch für die Schweiz, da ist natürlich noch etwas höher. Da geht man dann schon eher Richtung 15%, wie auch, wie man hier schön sieht, bei den USA. Da ist sogar 15-20% angegeben. In den USA ist es tatsächlich so, dass die Servicekräfte ein geringeres Grundgehalt bekommen. Das heißt, die sind vom Trinkgeld abhängig, von daher gibt man da gerne etwas mehr. Wie bezahle ich denn am besten? Mache ich das mit meinem Kleingeld, was ich noch in der Tasche habe? Oder kann ich mein Trinkgeld auch mit der Kreditkarte oder mit der EC-Karte bezahlen? In Deutschland ist es ja so üblich, dass man den Rechnungsbetrag einfach aufrundet. Im Urlaubsland ist es immer besser, den Rechnungsbetrag wirklich auf den Cent genau erstmal zu bezahlen, sei es bar oder mit Karte, und anschließend das Wechselgeld, etwas Kleingeld, aufgerundet auf dem Tisch liegen zu lassen. Es gibt einige Länder, Frankreich zum Beispiel, da ist es unüblich, dem Kellner einfach so das Geld in die Hand zu drücken, sondern man lässt es dann auf dem Tisch liegen. Okay, also es ist auf jeden Fall ein Thema, was auch unsere Zuschauer sehr, sehr bewegt. Es gibt ganz, ganz viele Meinungen. Karin schreibt beispielsweise, wie verhalte ich mich, wenn der Kellner bedient, aber der Chef zum Kassieren kommt? Gute Frage. Ja, ein Klassiker, gute Frage, ja. Wenn es mir als Gast persönlich wichtig ist, dass ich dem Kellner, weil er wirklich so gut bedient hat, das Trinkgeld zukommen lassen möchte, dann kann ich dem Chef ja einen kleinen Obolus geben und dann noch nach der Rechnung sitzen bleiben und dann womöglich dem Kellner einen kleinen Wink geben und ihn nochmal zum Tisch winken und sagen, vielen Dank, das ist jetzt extra nur für dich. So kann ich das umgehen, dass dann womöglich alles nur an den Chef geht. Stefan Putlik, er schreibt, wenn ihr das nächste Mal in ein Restaurant geht, denkt doch bitte mal an die Köche. Ihr seht vorne den Service, aber seid euch gewiss, dass von eurem Trinkgeld in der Regel nichts in der Küche ankommt. Also was Köche oder irgendwelche Tellerwäscher angeht, wie ist das da? Hast du da eine Ahnung, wie das dann weitergegeben wird? Wird es überhaupt weitergegeben? Genau, also in der Regel ist es schwierig zu sagen, dass die Köche davon nichts abbekommen. Es gibt auf jeden Fall auch gastronomische Einrichtungen, wo dann am Ende des Tages das gesamte Trinkgeld zusammengeworfen wird und dann durch die Anzahl der Servicekräfte geteilt wird, wo dann auch die Köche mit dabei sind. Also das kann man auch gerne nachfragen, wie das gehandhabt wird. Ansonsten ist es auch möglich, überhaupt kein Problem, beim Trinkgeld zu sagen, dass es bitte speziell an den Koch geht, weil das Essen extrem gut war. Das sollte man ruhig auch mal machen. Blicken wir noch mal kurz in die Hotels hinein. Wenn ich da in einem Hotelzimmer übernachte, und ich ein Zimmermädchen habe, was beispielsweise regelmäßig jetzt mein Zimmer dann entsprechend täglich säubert. Wie gehe ich da um? Lege ich da dann irgendwas aufs Bett? Mache ich es überhaupt?
Da kommt zum einen darauf an, wie lange man in dem Hotel ist. Bei ein, zwei Nächten oder so, da, also bei einem sehr kurzen Aufenthalt, da kann ich am Ende des Aufenthalts einfach ein bisschen Geld dalassen. Wenn ich aber länger da bin, dann kann ich mir schon überlegen, dass ich mehrfach ein bisschen Geld liegen lasse. Da kommt es vor allen Dingen darauf an, wo man es liegen lässt. Mir selbst ist es auch schon passiert, dass ich dachte, ich gebe Trinkgeld. Und als die Reinigungskraft raus war, das Zimmer ist sauber, das Geld liegt immer noch da. Von daher sollte man es wirklich deutlich platzieren, am besten auf dem Kopfkissen oder mit einer kleinen Notiz da, herzlichen Dank fürs Reinigen und dann ein bisschen Geld dazulegen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sensibles Thema, was von Land zu Land unterschiedlich betrachtet wird, was auch, glaube ich, einfach viel mit einem Bauchgefühl und mit Höflichkeit zu tun hat. Liebe Zuschauer, schreiben Sie uns weiterhin gerne Ihre Meinung, wie Sie es handhaben mit dem Thema Trinkgeld. Vielen Dank, Thorsten. Sehr gerne. Dankeschön.